wie war das, ihr musstet auch eure Männer zurücklassen? Wie verkraftet man das? Weil ihr wisst nicht, wann ihr sie wieder seht. Ja. Ich habe keinen Mann. Ja? Mhm. Und das mir ist natürlich leichter. Mhm. Aber meine Tochter hat einen Mann. Mhm. Ja, und ihm gefällt natürlich diese Idee nicht. Ja. Ja? Aber ich muss meine Familie retten. Und ja, auch das ungeborene Kind. Natürlich. Ja. Und für Frauen natürlich, das ist zu schwer. Ihre Männer bleiben, sie müssen kämpfen und sie denken über ihren Männer jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Das ist auch zu schwer. Du sagtest vorhin, man anrufen geht gut, aber wenn die gerade irgendwo kämpfen, erreicht man die ja dann natürlich nicht. Ja. Ist dann immer diese Angst da, dass man nie wieder ein Wort spricht? Ja.